Selimende, gerade in solchen Fällen beizustehen, wo du im Dunkeln tappst. Und keiner schenkt dir reinen Wein ein, was man von dir denkt. Du ahnst ja nicht, das merke ich dir an, dass das fatale Folgen haben kann. Zum Beispiel neulich erst in Baden-Baden war ich zum Abendessen eingeladen bei Leuten, die wir beide sehr gut kennen. Ich möchte lieber keinen Namen nennen. Sie fingen an mit dem gewissen Lächeln. Du kennst das ja, uns alle durchzuhecheln. Sie kamen auch auf dich. Ich kann dir sagen, mir wurde dabei ziemlich flau im Magen. Die macht sich nicht an jeden ran. Oh nein, bei dir, da musst du schon ein Ölscheich sein, ein Boss, ein Superstar der Biologie, ein Mann mit Geld, mit Glamour, mit Genie. Das liebe Mädchen ist nun einmal so, sie ist ein Flittchen, aber mit Niveau. Natürlich habe ich Hepti widersprochen. Lasst sie in Ruhe, sie hat doch nichts verbrochen. Die haben es gerade nötig, derart rüde zu sein. Nun ja, ich bin, weiß Gott, nicht prüde. Im Gegenteil, ich habe dich stets bewundert. Wenn ich dich um deine Aberhundert verehre, auch nicht unbedingt beneide. Ich trete trotzdem für dich ein, ich kreide dir das nicht an. Ich lass dir deine Grillen. Sage dir nur eins, beim besten Willen, du übertreibst. Nimm's mir nicht krumm, es schadet dir, spricht sich doch herum. Ich wollte dir nur sagen, unter Frauen in aller Offenheit, ganz im Vertrauen, und weil ich unsere Freundschaft nie vergesse. Ist ja nur in deinem Interesse. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Du bist so selbstlos und so rücksichtsvoll. Und selbstverständlich höre ich mit Entzücken, was man mir nachsagt hinter meinem Rücken. Damit ich deine Freundschaft nicht verliere, erlaubst du wohl, dass ich mich revanchiere? Ja. Es wäre nicht recht, lang drehte um dich. Nur, dass das keine Stimme davon, wie tief du jede Außenheit verachtest, die du als eitel und frivol betrachtest. Wenn jemand ihren Hintern nur erwähnt, wird sie ganz weiß. Ihr strenges Auge tränt. Und wenn man ihr versichert, Sex sei schön, dann dreht sie durch. Das findet sie obszön. Besonders, wenn der Mann, um den es geht, in irgendeiner Illustrierten steht. Man merkt es wirklich auf den ersten Blick, die Ärmste hat den prominenten Tick. Naja, in ihrem Bett ist halt nichts los. Entschuldige bitte, ich zitiere ja bloß. Das bin ich unserer Freundschaft einfach schuldig. Nur dir zuliebe war ich so geduldig und hielt das durch, sonst wäre ich nicht geblieben. Mir scheint es nämlich maßlos übertrieben, was man so hört, und reichlich sonderbar. Die Herzogin behauptete sogar, du hättest stets ein Homo-Magazin. Du führst ja selber den Skandal herbei mit deiner ewigen Besserwisserei.